Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Shadowverse Arena. Und zwar ist die neue Erweiterung online gekommen. Brigades of the Sky und ich denke, ich nehme Heavencraft. Und ja, wir. Holy Priest Lorna, Evolved Twist, Lorna's Holy Water. Card, die ist schon mal nicht schlecht. Garuda, Ruler of the Storms, Accelerate Run. Es gibt eine neue Spielmechanik, und zwar die Accelerate-Mechanik. Subtract Run from the Counter of an Allied Amulet. From fast subtract free Counter of all. Whenever an Allied Amulet is destroyed, defeat damage to it. Okay, ich nehme die. Okay, Black Inscripts und Holy Lion Coin. Phase Punishment. Destroy an enemy follower. Okay. Nicht schlecht. Selbst wenn ich den nicht einsetze, kann den Wolf-Effekt nicht einsetze. What can reverse this follower von Allied Amulet is destroyed during your turn? Die sind nicht schlecht. What doesn't have what? Aber eigentlich auch nicht so schlecht. Aber ich denke, ich gehe trotzdem mal damit. Okay. Ja. Sealed Tome. If you have at least 2 play points, choose play this card as a sacred teaching or a forbidden teaching. Okay, count on one, draw a card. Sacred teaching, Count on one, summon a holy falcon. Okay, forbidden teaching. Draw 2 cards, give your leader the following effect. Followers can't be played. This effect lasts until the start of your opponent's turn. Das finde ich eigentlich gar nicht so scheiße. Investigation. Draw a card, draw 3 cards instead. Das ist zwar ganz geil, aber Quillen ist einfach so mega stark. Okay, Stable Shop und Gemstone. Goblin Ogre, damit haben wir den Wort dann. Holy Line Coin. Oh, Prism Swing. Ich glaube, die gab es schon vor. Offenbar nicht. Die Forderung von Enemy Follower, Pate Holy Line Crystal Turn. Aber God's Gates Banquet ist einfach mega gut. Oh, Genesis of the Legend. It's Intervention for Random Allied Follower. Plus 1, plus 0, plus 1, plus and Bane. Alter Schwede. Okay. Ich gehe mit Holy Angel Italia. Bashful Almirage. Okay, Fanfare and Hand Scan. Plus 2, plus Gain and. Ja, okay. Das ist nicht so schlecht, eigentlich. Ich habe ziemlich viele 2 Playpoints gerade. Okay. Tenko's Shrine brauche ich ja definitiv. Gut, das sieht sehr interessant aus. Wie gesagt, wir haben Brigades of the Sky. Die neue Erweiterung ist draußen. Und ich bin jetzt gerade auch in der Vorproduktion. Dadurch, dass ich... Ich nehme das Ganze gerade an dem Tag auf wo es rausgekommen ist, den Donnerstag. Und ja, nächstes Wochenende, wo diese Doppelfolge erscheinen wird, da bin ich nämlich bei meinen Eltern. Weil meine Schwester nämlich wiederkommt aus den USA und da werde ich sie mit vom Flughafen abholen. Weshalb ich über einen längeren Zeitraum halt nicht aufnehmen kann. Das werde ich wahrscheinlich auch in einem der Jurassic World Videos auch noch erwähnen, weil Jurassic World werde ich wahrscheinlich über den Zeitraum, beziehungsweise vielleicht auch über einen sogar etwas längeren Zeitraum als nur über den, dann nämlich selten hochladen, wahrscheinlich nur noch alle 2 Tage. Und here and now, your salvation. Ja. Und dann, wenn ich nämlich von meinen Eltern wieder zurück bin, dann schreibe ich nämlich auch fast direkt 2 Klausuren, weshalb ich
weshalb ich die jetzigen anderthalb Wochen wahrscheinlich nicht wirklich dafür nutzen werde. Nicht wirklich dafür nutzen werde, irgendwie großartig was aufzunehmen. Weshalb ich alles sozusagen, wenn überhaupt bevor ich zu meinen Eltern fahre, aufnehmen muss, als Vorproduktion. Und das erweist sich auch als sehr eng, das Ganze, der gesamte Zeitplan dafür. Oh, sieht Turm. Was war das nochmal? Also, ja. Verbinden, Teaching, Struct. Tattoo-Cats, Gefühl. Ah ja. Holy Falcon. Ich denke, ich nehme das mit den Two Cards. Forbidden Teaching. Followers can't be played this. Achso. Okay, dann nehme ich am besten mal. Ja, God's Gates Banquet. Your punishment. Den mal da rein und den face. Im nächsten Zug kann ich dann nämlich mit Starthorn den auch einen niedermachen und egal mit wem er jetzt tradet, der wird danach aufgrund von Starthorn auch drauf gehen und ich hoffe, dass dann sich dann mit. Oh fuck you. Komm schon, spiel noch einen. Oh fuck you, Menno. Das bringt mir jetzt gar nichts. Gut. In dem Falle spiel ich einfach Holy Line Crystal. Und warte. Da kann ich dann lieber gleich dann im nächsten Zug Star Torrent und Black and Scrap Shadow spielen, oder? Ich kann so. Ich kann sogar eine richtig fiese Combo raushauen gleich. Das könnte lustig werden. Gut, okay. Okay, ja. So. Soll er erstmal Spaß damit haben. Gut. Ich kann gleich auch noch Quellen spielen. Damit kann ich meine Snacks auch noch ein bisschen schützen. Damit ich die halt dann besser dementsprechend traden kann, wie ich es haben möchte. Ist besser, als wenn er zu traden, wie er es haben möchte. Ah, Bathing Breath, das ist fies. Okay. Ja, okay. Damit. Er kann die aber gerade nicht spielen. Das ist für mich sehr vorteilhaft. Gut. Frage ist. So. Dann kann ich gleich Holy Line oder Goblin in Mount Oracle zusammen mit Dungeon Explorer Chloe spielen. Holy Angel, Alkalia, Tattoo. Ah, okay. Das klingt doch auch mal nicht so scheiße. Banish. The start of a new adventure. Das Schöne daran ist ja jetzt,
Jetzt könnte ich mit ihm auch Einheiten von ihm angreifen, die halt keinen Ward haben, wenn er mächtige Einheiten hinter einem Ward versteckt. Okay, er tradet jetzt den in mein... Interessant. Sehr, sehr interessant. Aber damit habe ich tatsächlich nicht so das Problem. Oh. Hm. Ich denke, ich spiele aber lieber Goblin Orca. Ich habe auch noch Father Punishment, ja, vorher glücklicherweise. Mit dem kriege ich ja auch noch einen von denen dann weg. Ich wollte halt jetzt erstmal ein bisschen... Okay, er zieht eine Karte nach. Ich wollte halt erstmal den hier noch ein bisschen geschützt haben, sicherheitshalber. Ah, okay. 7-7. Aha. Okay, der tötet jetzt den wahrscheinlich, ja. Habe ich mir gedacht. Gut. Subtract 2 from the. Okay. Gut. Gleich kann. Jetzt kann ich damit anfangen, meine Holy Lion Crystals rauszuballern. Ich habe auch noch einmal Father Punishment, wenn er noch irgendwas Blödes jetzt spielt. Vielleicht sollte ich auch nochmal. Gemstone Carpes. Ist vielleicht auch nicht so schlecht. Muss ich sehen, je nachdem in welcher Kombination. Okay. Frage ist, einmal mache ich den. Bei welchem Count ist er jetzt? Okay, der ist jetzt bei 3. Das heißt, ab jetzt fängt er an, noch stärker zu werden. Das heißt, ich spiele den. Und warte jetzt. Jetzt müsste ich bei Count 4 sein. Ab 6 haben die Storm. Gut. Okay. Dear little one, it's meal time. Stop! Okay, gut. Den hier muss ich jetzt tot kriegen. Oh. Das könnte sogar sehr gut funktionieren. Mit dem jetzt tot kriegen. Die Frage ist halt, Baby Tortoise 3-5 oder. Ja, okay, 3-5 ist glaube ich besser in dem Falle. I shall guide you to glory. You are sure a handful. Further Punishment bewahre ich mir noch auf. Die Frage ist halt, kriege ich es jetzt hin, ein paar Holy Lion Crystals rauszuballern? Das ist die wichtigste Frage. Weil wenn ich das hinbekomme, dann habe ich eigentlich fast gewonnen. Fast. Das ist wichtig dabei zu betonen. Fast gewonnen. Okay. Der hat Ward. Okay.
Bitte evolve den, bitte evolve den, das wäre so geil. Okay. Bitte evolve ihn, bitte evolve ihn. Ah, schade. Gut. Oh. Das natürlich findest du ein Ally oder jemand. Ja, das bringt mir gerade nichts. Ich denke, ich muss tatsächlich einmal. Damit hat der zwar Storm, aber das bringt mir jetzt gerade nichts. Allow me to absolve you. The real battle begins. Repent harder! Divine punishment! So, der. Das wäre jetzt dumm, den jetzt rauszuwerfen. Aber ich. Achso, der ist nur evolved dann. Gut, dann spiele ich den noch. Und trotzdem den noch, damit ich ein bisschen Massen. Das müsste eigentlich reichen, um auch stärkere Wards von ihm niederzubekommen. Und dann kann ich eigentlich gleich zwei Holy Lion Crystals. Zwei Holy Lions rausballern, die beide Storm haben. Das dürfte doch eigentlich reichen, um ihn in die Knie zu zwingen. Hoffe ich. Außer kann man jetzt irgendwie 7 Schaden auf einmal machen, was ich für möglich halte, leider. Ja, aber ich habe trotzdem gewonnen. Egal, was von den beiden er jetzt macht. Ich habe gewonnen. Ich könnte den sogar noch spielen, aber... Nee, ich spiele. Schade, das war jetzt nicht so wie erhofft. Dann mache ich das. Oh, Banishing. Oh, das ist fies, aber egal. Ja, okay, das ist mir egal. Sorry, aber das ist mir sowas von egal. Das war nicht schlecht. Das war absolut nicht schlecht. Das war sehr, sehr gut. Also, das finde ich, das hat doch mal gut funktioniert. Die Coins kann man sehr gut in der Arena spielen, bin ich der Meinung. Sehr, sehr gut. Und ich habe bei dem jetzigen Event kann man das nicht nennen, also zur Feier der Erweiterung habe ich auch wieder 20 Kartenpacks bekommen. Mit den 20 Kartenpacks, die werden wir dann in der Morgenfolge auch dann wieder öffnen. Und zusätzlich gab's wieder einen Haufen an Quests, die man dazu bekommen hat, wodurch man neue Porträts und dergleichen freischalten kann. Nee, Sealed Tome spiele ich jetzt nicht. Das irgendwie bringt das für mich nicht. Je nachdem, was er spielt, mache ich Red Hot Boots oder. Okay. Oder ganz einfach God's Gates Banquet. Seetom, Forbidden Teachings, Forbidden Teachings ist eigentlich gar nicht so scheiße, finde ich. Die Karte bringt mir halt gerade noch nicht. Der könnte eventuell nicht so scheiße sein. Okay. Okay, in dem Falle
Mach ich aber. Red Hot Boots einmal, Seatom. Noch einmal Seatom. Das sind beides. Okay. Eigentlich beides nicht so scheiße. I've got a real bargain for ya. Gut. Okay, das ist fies. Vielleicht sollte ich jetzt... Okay, mit der warte ich noch. Sacred Teachings. Holy Falcon ist, glaube ich, in dem Falle besser. So. Ich werde jetzt zwar nochmal einmal Schaden bekommen, aber dafür wird die nächste Runde ziemlich, ziemlich lustig. Das Problem ist, hätte ich keine nächsten Runde keine von denen spielen. Okay. Das. Stop! Gut. Star Torrent ist in dem Fall doch mal ganz lustig. Wow, okay. Dann evolve ich den hier halt nochmal. Ist zwar jetzt gerade noch etwas blöd, aber dafür kann das dann ab dem... Okay, ich kann jetzt... Oh fuck, wenn ich Pech habe, könnte ich jetzt tot sein. Fällt mir gerade auf. Mist. Okay, das geht noch. Okay, das ist fies. Okay. Ich könnte Holy Line Crystal spielen. Lornos hat Holy Water. Das bringt mir, glaube ich, nicht so viel. Ich denke, ich sollte tatsächlich den. Thou shalt decide. The real battle begins. Grasp thy destiny. Find your way. Thanks. Please come again. Und ich hoffe, dass der jetzt da mir nicht zu viel Schaden auf einmal machen kann. Dann kann ich nämlich gleich... Wenn er mir jetzt 6 Schaden in der Runde machen kann, dann habe ich verkackt. Ansonsten... Oh fuck, ich habe verloren. Er kann evolven, ich habe verloren. Mist. Ansonsten hätte ich nämlich gleich dann... Jun gespielt. Und einmal Field Sweep. Ja, da konnte ich nichts machen. Das war scheiße, aber unausweichlich für mich. Gut. Runde Nummer 3. Komm, ich möchte noch ein paar Siege haben. Blatant Scripture. Just open the book and come. Demons, yay. Is fighting and despair all you know? Be slaughtered. Wey. Nette Antwort darauf, auf die Frage. Gut, Zielturm. Bist du eigentlich behalten? Gut. Oh, ja, definitiv behalten. Vielleicht kommt wieder lustige Spaß mit Red Hot Boots wahrscheinlich. Jupp, der ist gleich weg. Wait, what? So sieht's aus. Ja, ich habe auch noch Blackened Scripture. Wow. Okay. Ich spiele den.
Da kann er meinetwegen irgendwie traden, das ist mir egal. Ich kann gleich Holy Priest Lorena machen. Das war jetzt fies. Das war wirklich ein bisschen fies. Aber genau gut. Den am besten. Und aufbewahren. So, damit habe ich ihm jetzt ein bisschen was an Karten da genommen. Ich habe auch noch Seal Tome, welches, womit ich gleich arbeiten kann. Ich habe Quillin. Ja, ich denke, ich werde gleich entweder Quillin oder Pionelation, aber ich denke eher Quillin spielen. Damit kann ich auch noch gut was machen dann. Okay. I'll train harder for next time. Gut. Dann nehme ich doch den einfach. Okay. Forge yourself. I'll sing, so you rule. Cool. Wuhu. Okay, den bekomme ich halt weg mit Quillin. Oh, das wird gleich auch noch lustig. The real battle begins. I want to sing more. So, gleich spiele ich halt Holy Line Crystal und Seal Tome. Den Seal-Turm am besten mit den Card-Draw. Also das ist zumindest das, was ich jetzt gerade so vorhabe. Ich habe Pure Elation habe ich noch. Okay. Prepare your soul. Vielleicht mache ich aber auch lieber. Ich weiß, dass ich jetzt die sieben Schaden fresse, aber hey, dafür kann ich danach ordentlich nachsetzen. Und zwar wirklich. Oh, fuck you. Gut. Gut. Dinge, die ich jetzt machen kann. Ich könnte den spielen, oder? Ja. Ich habe jetzt noch ein Pure Annihilation. Ich habe noch Stabilishop. To another follower ist das nur. Ah, schade. Ich sollte langsam mal ein paar Line-Crystals ausgehen. Ich sollte definitiv langsam mal ein paar Line-Crystals rausbringen. Allow me to absolve you. Finish him off. Den hier killen. To another follower, das bringt mir halt gerade nichts. Bringt mir auch nichts. Ich mach den. Da habe ich da ein bisschen Buff. Ich habe noch Pure Annihilation. Und ich habe einen Holy Line Crystals, die ich jetzt spammen kann. Okay, das ist fies.
Der Phönix geht mir jetzt schon auf die Eier. Okay. Ich bin am Arsch. Dieser verfickte Phönix. Dieser verfickte Phönix. Gut. Ich muss das machen. Ansonsten bin ich halt tot. Ja, aber so will ich das nicht mehr gewinnen, wegen dem verkackten Phönix. Ja. Ja, ich hab verloren. Da bin ich mir eigentlich mit hundertprozentig sicher. Ja, gut. Ich versuche einfach nochmal. Vielleicht überlebe ich es ja irgendwie und kann dann noch ein bisschen was mitreißen. Auch wenn ich die Wahrscheinlichkeit eher gering finde. Dass ich das jetzt irgendwie noch überleben werde. Ja. Habe ich mir doch irgendwie gedacht. Fuck. Ja. Aber wir haben Grand Blue Olivia freigeschaltet. Das ist doch schon mal etwas. Grand Blue Tie. Jupp. Evolve 10 times. Ja, gut. Das erste Match lief ganz gut. Die anderen waren jetzt nicht so optimal. Ihr habt schon mal einen kleinen Eindruck von den neuen Karten bekommen. Morgen gibt es dann die nächsten beiden Matches plus das Pack Opening von meinen Kartenpacks, die ich derzeit habe. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.